Jo Leute, was geht ab? Gamerkugel wieder am Start für euch. So, und hier geht's weiter mit Part 2 der Kampagne. Es hat nicht so ganz hingehauen. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Naja, ich glaube, das soll das kleinste Problem sein. So, weiter geht's. So, F drücken. Den Minister finden. Da ist nichts. Taylor, scanne nach Paket. Warte auf die Gesichtserkennung. Weitere Geisel. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch. Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Taylor. Das sind unsere Kollegen. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Bitte? Verstanden. Überprüft den Nächsten. Lassen wir sie zurück, damit sie gefoltert werden? Wir haben unsere Befehle. Schaltet die Befehle, Mann. Das sind unsere Leute. Kein Treffer. Das ist er. Der Minister. Ah. Er wird verlegt. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Ja, weg von hier, ne? Irgendwie mal. So, da geht er rein. Bingo. Volltreffer. Nein. Sind unterwegs. Ankunft? 2 Minuten. 2 Minuten. Ich stoppe dich. Muss ich jetzt der Mistkerl war nie witzig. Du klingst wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Glaub mir, die bin ich. Cool. Waffe. Ja, cool. Lenkgranate. Schütze, oben! Oh, oh, Schütze. Gut. Da geht so. Das geht ja auch gut. Zellenblock voraus. Mir nach. Wirklich? Wie geht's weiter? Muss ich da rein? F drücken. Ist das denn ein E-Ring? Will ich auch. Gehe vor. Du brichst da ein. Kann man das kaufen? Will ich haben. Wir taten nur, was wir tun mussten. Ich kann nicht. Verhörer mit dem Rücken zur Tür. 2 Wachen drin. Nicht aufmerksam. Du bist ein Freikrieg. Auf mein Zeichen. Wirklich? 3, 2, los! Wir holen sie hier raus. Tun sie, was ich sage, dann schaffen sie es. Was ist mit Khalil und den anderen? Sorry, keine Zeit. Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands. Sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Fuck! Okay, gehen wir. Der Minister. Das ist er! Öffne die Tür! Gebe Deckung! Wie? Ich schneide den armen Kerl ab. Alter, der arme Kerl. Was ist das denn? Mausfehler oder was? Minister! Khalil! Hendrix! Können Sie kämpfen, Khalil? Immer. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren sie auf die Biometrie. Achtung, Feinde haben das Sicherheitsgebäude 3 infiltriert. Sicherheit gegen Feinde. Sieht scheiße aus. Klingt, als wären sie uns auf den Fersen. Los! Taylor, Paket plus 1, gesichert und unterwegs. Plus 1? Dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil.
Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Macht euch bereit. Los geht's los, würde ich sagen. Alter, was tun das denn Leute hier? Genau so macht man das. Das ist unser Ausgang. Frachtaufzug voraus. Rein in den Aufzug. Er bringt uns hoch zum Hangar. Schalte das NRC aus, damit wir nach oben können. Damit! Sofort! Dann wären wir tot. Glaubt mir, wir sind tot, wenn nicht. Fallen lassen. Vorwärts. Ah, meine Kollegen, ist ja geil. Schön wär's. Deine imaginäre Uhr geht vor. Stell mir sie, ne? Schön, dich zu sehen, Jacob. Gleichfalls, John. Du hast dich verändert. Wie geht's, Rachel? Das ist vorbei. Schade. Frisches Blut? Kümmerst du dich so gut drum wie um mich? Normal. Das ist nicht witzig. Bereit zur Extraktion? Sprengsätze klar. Okay, wir können los. Bereit in 10. Diaz, du spielst den Babysitter. Los geht's. Folgt mir. Unsere Waffen sind nutzlos gegen den Transporter. Wir müssen dieses VTOL abschießen. Zieht auf die Raketen. Ja, so ist eine Explosion. Transporter ist ausgeschaltet. Diaz, bin in Position. Naja, egal. Hendrix, triff dich mit Horn auf der anderen Seite des Hangars. Los geht's. Wer runter mit der Granate? Das war's erstmal und bis zur nächsten Episode.
Versuchen.